Imam Ahmed beschäftigte sich nicht mit einer Arbeit am Anfang und auch nicht mit der Heirat, bis er das vom Wissen erlangte, wonach er aus war. Wann hat er angefangen? Er hat angefangen, mit 15 zu lernen, nach Wissen zu streben. Und er hat nicht gearbeitet. Er hat ein bisschen hier und da vielleicht etwas Geld gehabt und das Geld, was er hatte, damit hat er gekauft, was er brauchte und hat seine Wissensreisen finanziert. Und er hat auch nicht geheiratet, bis er 40 wurde. Wie lange hat er gelernt? Er hat 25 Jahre gelernt und erst dann, als er dann gesehen hat, Alhamdulillah, ich habe jetzt sehr viel gelernt und ich bin sehr viel gereist, dann erst hat er geheiratet. So sagte Ahmed, ich heiratete erst im Alter von 40 Jahren. Das bedeutet jetzt nicht, dass man ihm hierbei nachahmen muss, sondern jeder soll dann heiraten, wann er das für sich als wichtig sieht. Der eine sagt, ja, ich muss früh heiraten. Und dann gibt es vielleicht wiederum andere, die sagen, nein, momentan ist es für mich nicht so dringend und ich möchte erstmal streben. Und ich möchte nicht, weil manchmal werde ich von unseren jüngeren Brüdern gefragt, soll ich erstmal heiraten oder soll ich erstmal mich auf die Wissensreise begeben? Dies zu verallgemeinern ist schwierig, weil die Leute unterscheiden sich. Aber ich sage, wenn jemand zum Beispiel, er ist 18, 19, 20, 21 Jahre alt und er hat ein großes Bedürfnis, nach Wissen zu streben, er ist sozusagen sehr durstig und er hat dieses Eifer und er muss nicht unbedingt jetzt heiraten, dann sage ich, geh erstmal lernen. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und gib alles, was du hast. Weil wenn du nicht verheiratet bist, Alhamdulillah, du kannst 10, 12 Stunden am Tag lernen. Aber ab dem Moment, wo du heiratest, hast du dann Verantwortungen und nicht mehr diese Zeit, die du davor hattest. Wenn du auf jeden Fall in so einer Situation bist, dann nutze das aus. Und das gilt für die, vor allem für die Brüder und vielleicht auch, Allah Ta'ala A'lam, für manche Schwestern. Und wie schon erwähnt, diese Sache kann man nicht verallgemeinern. Das unterscheidet sich von Fall zu Fall. Und er sagte, Imam Ahmed sagte, ich schrieb mit meiner Handschrift 1000 mal 1000 Hadithe. Abgesehen von dem, was andere für mich niederschrieben. Wie viele Hadithe hat er also geschrieben? Mit seiner eigenen Hand. 1 Million Hadithe. 1000 mal 1000 sind 1 Million